Tag, neues Glück. So, Bangkok Aufenthalt neigt sich jetzt auch langsam am Ende. Wir fahren jetzt heute nochmal nach Chinatown, Little Italy, India. Gucken uns dann noch einen Tempel an. Ja, fahren dann von da nochmal in einen anderen Ortsteil, laufen da ein bisschen rum. Und dann sehen wir zu, dass wir wieder nach Hause kommen. Morgen fahren wir dann zu den Tibet-Tempeln. Und ja, heute steht nur das grobe Programm mit, wie gesagt, Chinatown und in India, und den Rest gucken wir mal ein bisschen. Wir müssen auch noch unbedingt mal gucken, wie wir uns ein Taxi organisieren, wenn wir wieder abfliegen. Der Abflug ist ja relativ früh morgens. Mal gucken, ob wir dann ein Taxi direkt schon bei uns vor der Wohnung kriegen. Oder ob wir uns irgendwo an der Straße oder so eins anhalten. Mal gucken, wie wir das organisieren. Und dann geht's übermorgen schon nach Singapur weiter. Morgen fing auch schon richtig beschissen an. Weil ich eigentlich dachte, dass ich alle Kameras und alle Akkus und Handys und sowas in unsere Steckerleiste gesteckt habe zum Aufladen. Und ja, guck ich heute Morgen richtig gut. Die Steckerleiste steckt in der Steckdose, aber der Schalter war nicht an. Jackpot. Haben wir so halb volle Akkus und halb volle Handys, und mal gucken, wie lange der ganze Spaß hält. Bei der Hitze versagen die Akkus hier alle irgendwie relativ schnell. Ist wohl wie mit Kälte. Ja, was will man machen, ne? Machen wir das Beste draus. Jetzt können wir wenigstens noch mal Bötchen fahren. Kann auch was. Ja. Anders kommen wir da nämlich nicht hoch. Das ist immer ganz witzig. Entweder kannst du Skytrain fahren oder Taxi. Chinatown. Auf den kleinen Zwischengängen zwischen den Häusern. Ist ungefähr so wie auf dem Weekend Market, nur dass hier Klimaanlagen laufen. Das heißt, hier ist es angenehmer als draußen auf der Straße. Und hier gibt es auch echt 20.000 Läden rechts, links, in allem Pipapo, aber auch riesig. Man denkt, das ist hier so eine kleine Straße und da ist ja nichts. Pustekuchen. Hier ist der Reihen, sind da rechts und links überall 10, 20, 30 Meter noch Gänge rein und riesige Läden. Du denkst, die passen die da überhaupt rein? Hier. Das geht ewig rein. Und ja, wir schlagen uns jetzt mal durch, mal gucken, ob wir irgendwas Tolles finden, was es lohnt zu kaufen. Was auch witzig ist, dass hier so normale Läden, diese kleine Händlerläden mit so
richtigen gewerblichen Läden irgendwie zusammen sind. Es ist also quasi, keine Ahnung, wie so ein Bazar, aber auf einmal sind auch richtig kommerzielle Läden dazwischen. Und macht es irgendwie extrem witzig, weil du hier von einem Haufen Krimskrams bis richtig vernünftige, hochwertige Sachen alles kriegst. Ich glaube, wenn du hier einkaufen oder irgendwas brauchst, kommst du einfach hier hin. So transportiert man hier Kartons. Baut man hier Häuser oder Geschäfte? Zu krass. So, das Akkuproblem haben wir jetzt gelöst. Wir haben jetzt erstmal so eine überteuerte, wahrscheinlich Powerbank gekauft, ein Kabel. Jetzt landen das Handy im Rucksack auf und die Kamera schon sowas. Weil sie gleich wieder Saft haben, das ist ja mega scheiße. Mal gucken, ob das so funktioniert. Storm King.
Kamera verloren, mit dem Boot wieder zurückgefahren, Kamera wiederbekommen. Alter Falter, ey, heute ist ein scheiß Tag. Nicht, ey. Unfassbar. So, jetzt sind wir endlich wieder an unserem Central Pier angekommen. Nach gefühlten 80 H. Das ist ein Chaos da schon wieder, Alter. Bangkok ist einfach verrückt. Ja. Jetzt nehmen wir die U-Bahn auf den Skytrain nochmal zurück und gucken nochmal, ob wir noch zu so einem ganz netten Tempel kommen und ansonsten geht's nach Hause. Gut, aber auch der Kleine. Mal wieder zu unserem Glück. Wird renoviert. Naja, man kann ihn halbwegs sehen. Wir hatten eben so ein BVB-Fan, wie du gesehen. Wir sind hier mit dem Bus vorbeigefahren und dann war der im Hintergrund und sah ganz geil aus. Deswegen haben wir gedacht, wir gucken uns den mal an, aber das war dann auch wieder nichts. Naja. Wenigstens haben wir heute noch ein bisschen was geschafft. Jetzt ab nach Hause. Ich habe so einen süßen Hund gefunden, der sieht aus wie Carlos ein bisschen. Achtung. Hallo. Alles gut? Eine Menge roter Lichter. So, wir sind jetzt gleich wieder zu Hause und naja, auch schon wieder extrem crazy Tag. Guck mal, die nehmen wir mega geil aus. War ein total verrückter Tag, ey. Chinatown und Tours haben heute Morgen, hat wieder alles gut funktioniert und danach fing es wieder an. Kamera liegen lassen, Kamera. Dann erst mit dem Boot gefahren, mit dem Boot wieder zurückgefahren. Kamera Gott sei Dank wieder gekriegt. Hier klaut keiner. Ich glaube, das ist gegen deren Ehre oder so. Haben schon auf uns gewartet. Haben sogar noch verpackt in so eine Tüte. Richtig geil. Ja, und dann wollten wir uns eigentlich noch das königliche Schiff angucken. Das haben wir uns dann geknickt, weil, oder konnten wir uns knicken, weil die um halb fünf zugemacht haben. Das war dann mit unserem Rückfahren nicht mehr drin. Und ja, dann haben wir noch versucht, zu diesem anderen Tempel, den wir in diesem BVB-Video gesehen haben, hinzufahren. Das war dann auch fail, weil wir konnten nur so ein bisschen von sehen, den Rest haben die renoviert. Naja. Also Chinatown war auf jeden Fall ganz geil, aber ansonsten war das heute ein bisschen wieder Stadtrundfahrt-Style. Und es hat alles nicht so geklappt, aber Bangkok, ne? Bisschen Birsch hier alles, Alter. Bisschen verrückt. Aber hat irgendwie eine Planänderung. Wir fahren jetzt nochmal ins MBK. Ich wollte mal GoPro gucken, ob ich so ein Kopfband hier bekomme. Dann für morgen, weil es cooler ist, glaube ich. Hat man die Hände frei. Filmen kannst du nicht, also da ist Scheiße bei. Und mal gucken, was wir dann noch anstellen. Wir sind jetzt hier oben im MBK Center, hier gibt es so eine Food Lounge, das ist ein bisschen wie bei uns. Ne, in diesen Einkaufszentren oben immer die Essenslounge. Hier ist aber richtig geil, hier gibt es nur Thai-Essen. Also einen gibt es international, eine Etage und hier ist nur Thai-Essen. Und dann gibt es hier so nach Regionen, Süd, Norden, Osten, Süden, Thailand. Alles so Essen und richtig günstig. Und mega geil, wir sind jetzt zwar kurz vor Schluss hier, deswegen ist ja auch nicht so viel los. Und die meisten Sachen hatten schon zu, aber wir haben uns hier auf jeden Fall schon noch gut Essen geholt. Jetzt gleich noch ein bisschen ein paar Fruchtshakes. Und das Essen jetzt hier zum Beispiel hat keine 2 Euro gekostet. Und jetzt sag mal so, da werde ich auf jeden Fall dick satt von. Ja. Das wird jetzt unser Abendessen und dann geht's nach Hause. Endlich. Haben wir, glaube ich, schon 30 Mal heute gesagt.